Für das Muster nehme ich beliebige Maschenzahl. Eins, zwei, drei, vier. Also sechs Maschen sind steigende Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das sind unsere steigenden Luftmaschen. Und dann nach sechs Luftmaschen zähle ich noch fünf Maschen ab. 1, 2, 3, 4, 5. Und in die sechste Luftmasche häkle ich mein erstes Stäbchen. Dann eine Luftmasche. Und in dieselbe Lücke, dieselbe Masche folgt ein Stäbchen, noch ein Stäbchen. Dann folgen 1, 2, 3 Luftmaschen. Dann wieder 5 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen überspringen. In die sechste folgt ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen in dieselbe Masche. Dann wiederholen wir das Ganze. 1, 2, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen der Kette überspringen. In die sechste folgt ein Stäbchen, eine Luftmasche. In dieselbe Masche folgt wieder ein Stäbchen. Und so weiter machen wir 1, 2, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5 Maschen überspringen, in die sechste folgt ein Stäbchen, eine Luftmasche und wieder in dieselbe Masche folgt ein Stäbchen. 1, 2, 3 Maschen, 1, 2, 3, 4, 5 Maschen überspringen. In die nächste folgt ein Stäbchen. Und damit habe ich meine Reihe beendet. So sieht das aus. Man kann so beliebig die Länge variieren, wie man möchte. Diese restlichen Maschen löse ich dann später auf. Jetzt zeige ich, wie man die zweite Reihe häkelt. 5 steigenden Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich wende meine Arbeit. Eine Masche der Vorreihe überspringen. In die nächste Masche folgt eine feste Masche. Danach folgen 2 Luftmaschen, dann in diese Lücke, wo wir in der letzten Reihe Stäbchen, eine Luftmasche, Stäbchen gehäkelt haben, häkle ich auch ein Stäbchen, eine Luftmasche und wieder in dieselbe Lücke ein Stäbchen. 2 Luftmaschen. In die nächsten 3 Luftmaschen der Vorreihe, in die Mitte bzw. in die zweite Masche, häkle ich eine feste Masche. Dann folgen wieder 2 Luftmaschen. Bin ich wieder zu dieser Gruppe aus 2 Stäbchen eine Luftmasche angekommen, häkle ich in diese Lücke ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen dazu. 2 Luftmaschen, wieder in die mittlere Masche von 3 Luftmaschen der Vorreihe häkle ich eine feste Masche, 2 Luftmaschen und dasselbe mache ich bei der nächsten Lücke. Folgt ein Stäbchen, eine Luftmasche, noch ein Stäbchen, 2 Luftmaschen. Eine feste Masche in die Mitte von 3 Luftmaschen der Vorreihe, 2 Luftmaschen, wieder ein Stäbchen in die Lücke,
dazwischen eine Luftmasche und noch ein Stäbchen in dieselbe Lücke. Zwei Luftmaschen. Jetzt bin ich am Ende der Reihe. Erste Masche überspringen, in die zweite eine feste Masche. Zwei Luftmaschen und jetzt folgt ein Stäbchen in die zweite Masche, also eine Masche überspringen wir der Vorreihe, in die zweite häkle ich ein Stäbchen. Somit habe ich meine zweite Reihe beendet. Die dritte Reihe. 6 steigenden Luftmaschen. So, Arbeit wenden. Häkeln wir folgendes. Ein Stäbchen, also das Ganze überspringen wir gleich in diese Lücke. Häkeln wir wieder eine Gruppe aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und noch einem Stäbchen in dieselbe Lücke. Dann folgen 1, 2, 3 Luftmaschen, das Ganze überspringen. Einfach in diese Lücke häkle ich wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche und wieder ein Stäbchen in dieselbe Lücke. 1, 2, 3 Luftmaschen und nochmal ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen in dieselbe Lücke der Vorreihe. Machen wir wieder 1, 2, 3 Luftmaschen. Das Ganze überspringen wir. Wir landen wieder bei dieser Gruppe, bei dieser Lücke bzw. häkle ich ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. Dann zum Schluss machen wir 1, 2, 3 Luftmaschen und nach der festen Masche überspringe ich 1, 2 Luftmaschen der Vorreihe, in die dritte häkle ich ein Stäbchen. Somit habe ich meine dritte Reihe beendet. Vierte Reihe, eigentlich wiederholen wir dann ab der zweiten Reihe. Und das machen wir wie folgt. 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen. Eine Masche der Vorreihe überspringen. In die nächste folgt eine feste Masche. 1, 2 Luftmaschen. Dann wieder sind wir bei der Lücke aus zwei Stäbchen, einer Luftmasche. Darin häkle ich wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. 1, 2 Luftmaschen. Wieder eine Masche überspringen. Bei der zweiten häkle ich eine feste Masche. 1, 2 Luftmaschen, in die Lücke folgt ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. 1, 2 Luftmaschen, in die Mitte eine feste Masche, 2 Luftmaschen, in die Lücke ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. 1, 2 Luftmaschen, eine feste in die zweite Luftmasche der Vorreihe, 2 Luftmaschen und wieder bei der Lücke folgt ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. 2 Luftmaschen, eine Masche überspringen, in die zweite folgt eine feste Masche, dann 2 Luftmaschen. Eine Masche überspringen, in die nächste folgt ein Stäbchen. So sieht es aus. Wunderschönes Muster. Und die nächste Reihe wiederholen wir praktisch. Bei der nächsten Reihe wiederholen wir die dritte Reihe.
sechs steigenden Luftmaschen, Arbeit wenden und einfach in diesen Lücken häkeln wir Gruppe aus Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen in dieselbe Lücke. 1, 2, 3 Luftmaschen. Wieder bei der Lücke häkle ich ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. 1, 2, 3. Ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Ein, zwei, drei. Bei der Lücke wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Eins, zwei, drei. Und zum Schluss überspringe ich 1, 2 Luftmaschen der Vorreihe. In die dritte folgt ein Stäbchen. Also ich hoffe, es ist verständlich, wie man dieses schönes Muster häkelt. Und ja, das finde ich sehr, sehr schönes Muster, auch für Stolas, für Seelenwärmer. Könnte auch ein Dreieckstuch daraus schön aussehen, falls ihr mit den Mitten zurechtkommt. Vielleicht versuche ich mal, ein Dreieckstuchform mit dem Muster zu häkeln. Ja, ansonsten wünsche ich euch gutes Gelingen und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!